Also begonnen hat das Ganze Anfang des Jahres. Da bin ich drauf gekommen, dass ich eine Sehnsucht habe, Menschen zu modellieren, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und es war so faszinierend, dass man diese Menschen beobachten kann, was dann passiert währenddessen. Mit einem selber, mit den Menschen, obwohl das gar nicht sehr spektakulär ist, was da passiert ist. Nur ganz im Kleinen, so eine Übertragung passiert da. So ein Kennenlernen von einem fremden Menschen. Und im Gegensatz zu dem, wenn man vorher immer alleine im Atelier arbeitet, kommt man drauf, dass das das Schönste ist, wenn man mit Menschen arbeitet. Am Ende des Jahres schauen wir, was da machen. Und der andere Nebeneffekt mit den Männern ist, man kann Freundschaften pflegen. Sie ist auch ein bisschen spitzer, nicht so rund, sehe ich gerade jetzt. Viel spitzer ist. Naja. Aber Nasen ist immer wieder ein Thema. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine erste Porträtbüste. Die habe ich im Zuge einer Ausbildung in Hallstatt gemacht, in der Bildhauerschule. Da war ich 20 Jahre oder 21. Und die haben ein Porträtmodell in die Klasse gesetzt und 10 Leute haben dieses Modell, in dem Fall einen alten Mann, modelliert. Und es war so unsagbar deprimierend, weil es unmöglich war, diesen Menschen zu modellieren. Ich war einfach nur frustriert die ganze Zeit. Und im Vergleich zu dem, was ich jetzt kann, wie ich diese Menschen anschaue und diese Reliefs und Profile abrastere, so dass man mein Hirn warm wird, also dass man richtig heiß wird, wenn es schnell gehen muss, was da für ein Unterschied ist, der ist enorm. Aber es hat eben 20 Jahre gedauert. Mein stärkstes männliches Modell zurzeit aus einer Serie von 16 bis jetzt, von 32 Modellen. 16 hast du schon, oder was? Ja, die Anna ist die Nummer 15. Und Nummer 16 ist die Hertha Seier. Und was bin ich? Schauen wir mal noch, die Nummer von Gerald. Was warst du denn gern? Ja, schauen wir mal, du bist. Also dein Nummer 1 war ich gern. Ja, die bist du auf alle Fälle. Gerhard, lass mir Nummer 9. Das ist Nummer 9. Dein Lieblingsnummer.
Ja, die Vögel haben wir das gelernt. Das ist Ausdruck, ne? Dann wird es wird feucht gehalten. Immer feucht gehalten. Und von dem nimmst du es dann ab? Ja, von dem das wird dann abgefahren. Und dann wird es so gemacht, dass man es am Schachbrett herumschieben kann. Also wer was wird, das ist... Nein, das wird vom Publikum ausgesucht. Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Da kann man ein Kärtchen ziehen. Aha. Und je nachdem, was man dann hat, geht man dann zu der Skulptur und verleiht der Skulptur jenes Attribut, was man ihm im Schachspiel wünscht. Also mir ist das wurscht. Das ist das wurscht. Der Bauer. Das ist ja der liebe Gottes, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich das bin. Na ja, jetzt weiß das. Jetzt weiß ich es ja. Ich wollte mir eine Herausforderung stellen, weil ich betrachtet habe im Fernsehen, in den Medien, wie Menschen auf Berge steigen und runterfliegen und tot sind. Und sie machen es trotzdem, obwohl es irrsinnig gefährlich ist. Und sie erreichen dann was und freuen sich, wenn sie am Gipfel stehen. Und ich habe mir gedacht, ich finde das so unsinnig. Ich mache jetzt was anderes. Ich modelliere 32 Menschen in einem Jahr, was sozusagen eine künstlerische Bergbesteigung ist. Und wo ich wahrscheinlich nicht umkommen kann. Außer ich werde wahnsinnig oder sowas, wenn man so wie Menschen anschaut. Das wäre ein großer Nachteil. Bis jetzt ist das nicht der Fall, glaube ich, aber es ist eine Herausforderung und man besteigt sozusagen einen Berg, der keinen Namen hat, von dem man nicht weiß, wie hoch das er ist. Man möchte sich selber kennenlernen und eine große Motivation ist, dass ich einen anderen Zugang kriege zum Porträt, nämlich einen sehr viel gelösteren. Und es passiert tatsächlich, dass ich jetzt einen Menschen einfach anschaue und ihn sofort erkenne. Man erkennt dann noch eine Bildsprache anhand seines Äußeren, die von seiner Seele, von seinen Genen gestaltet ist, von seinem Leben, von seinem Charakter. Und die ist sehr präzise und sehr genau, doch nicht in Worte zu fassen, aber modelliert abzubilden. Das ist möglich. Und das Porträt ist dann die Bildsprache. Und die ist nicht ersetzbar durch ein anderes Medium. Das Bild als Bildsprache ist diese Sprache.